Ja, dann setzen wir jetzt mal unser Ziel fort in diese Richtung. Also das gerade war schon echt richtig, richtig aufwühlend. Die Hexe, anscheinend hat diese Hexe zu uns gesprochen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich weiß es nicht. Aber hier werden wir leider nicht runterkommen. Wir müssen zurück. Ich glaube, dass der Weg jetzt zu lang ist, um zurückzulaufen. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind angelangt an dem Tor hier unten. Wir gehen da nochmal hin, um zu schauen, ob wir hier noch etwas mitkriegen. Aber anscheinend nicht. Die Musik wird hier sehr toll. Und ich glaube, dass es da drin sehr ungemütlich wird in Sachen Horror. Ich glaube, wir betreten hier die Höhle. Es wird schlagartig ruhig. Wir hätten wenigstens die Öllampe mitnehmen können. Aber da ist Licht. Ich hasse es. Ich hasse es so. Können wir die Tür hier aufmachen? Oh Gott. Ich will nicht. Ich will nicht, aber ich muss. Ich will nicht. Was ist das denn hier? Ein Fahrstuhl. Der führt uns in die Mine. Mal. Na toll, der fährt jetzt eine Weile. Bis gleich. So, da ist er wieder. Es wird gespeichert, finde ich gut. Ich glaube, dass wir hier später noch weiter hochfahren können. Aber als erstes fahren wir herunter. Wenn es tiefer geht, wird es wahrscheinlich nicht gemütlicher werden. Ist Licht da? Es wird nochmal gespeichert. Ich würde gern wieder in die Oberfläche fahren. Naja, hier gibt es so viele Gänge, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Hier nicht, da auch nicht, also geradeaus.
Da vorne sieht's sehr einladend aus. Oh Gott. Die Musik setzt ein. Heißt nie etwas Gutes. Ist ja echt nice hier. Ich würde gerne so eine Lore fahren. Geht? Ist hier eine Lore da? Hier haben wir nochmal einen Fahrstuhl. Und Wasser. Der hier scheint mir nach oben. Ach du Heilige. Kaputtes Schloss von außen. Opfertrunken. Vor dem Tod. Wir müssen wieder Teile zusammensetzen. Um mehr über den Kollegen hier zu erfahren. Nach unten, nach oben. Ich glaube, ich kann den Kollegen dann ganz nach oben fahren. Die Oberfläche. Wir gehen hier erstmal weiter. Den Weichen können wir nichts machen. Hier haben wir noch was. Ja, wir können fahren. Juhu. So, starten. Anlauf nehmen. Wahrscheinlich den vollen Anlauf. Damit wir da vorne durchpreschen können. Denke ich mal. Los. Ja. Ich will einmal nach vorne herumfahren, nur weil ich es kann. Auf der Schwäbischen Eisenbahn. La la la. Oh Mann. Wir fahren hier mal ein bisschen. Ach, das ist... Ich glaube, das sollen wir hier gar nicht. Ist da eine Kupplung dran? Jo. Ich glaube, wir fahren da mal rückwärts runter, weil vorwärts können wir, glaube ich, nicht ankuppeln. Ich sehe gerade was. Moment. Spitzhackenregal. Leerer Platz. Eine fehlt. Spitzhacke, Spitzhacke. Wo ist sie? Aha. Da irgendwo. Da geht's nicht weiter. Steigen wir wieder auf. Und fahren weiter. Ins Verderben. Denke ich mal. Ich nehme das jetzt hier mal in einem Rutsch rauf und auf und schneide das nicht zwischendrin. Mal gucken, wie lang es dauert. Wir sind schon bei 45 Minuten. Oh nein, wir müssen, glaube ich, hier doch die Weiche stellen. Sehr realistisch, die Weichenstellung. Ich hoffe, dass mein Schneidprogramm das hier dann alles packt. Kann ich das hier? Ich muss doch die Weichen umstellen können. Was ist das denn für ein
Klasse.